Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich bin jetzt gleich im Gespräch mit Nadine Schön. Nadine Schön ist in der CDU stellvertretende Fraktionsvorsitzende und als diese ist sie zuständig für den Bereich des Digitalen, also die ideale Gesprächspartnerin für alles um Artikel 13 und Uploadfilter. Ich bin ein bisschen aufgeregt hier mit meiner ganzen Technik und hoffe, dass alles klappt. Und dann gucken wir mal, was wir in diesem Gespräch rausbekommen. Vielen Dank, Frau Schön, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Erstmal die eine interessante Frage von JMSPPHR. Nutzen Sie YouTube? Ich nutze YouTube allerdings nur passiv. Also ich bin selbst kein YouTuber, dass ich Inhalte produziere, aber gucke mir halt Sachen an. Also kein Creator, aber Sie sind auf den digitalen Plattformen unterwegs. Genau. Jetzt haben wir ja im Moment diese Situation, dass irgendwie viele fordern, dass es keine Upload-Filter geben soll. Und das würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen präzisieren, weil es gibt ja längst Upload-Filter. Also was YouTube macht, ist ja den Upload filtern und zwar zu seinen Gunsten. Da leiden ja vor allem wir Creators darunter. Sachen, die werberelevant sind, werden bevorzugt. Upload-Filter wird es immer geben. Aber was genau meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Sie Upload-Filter verhindern wollen? Naja, die Sorge, die jetzt die meisten umgetrieben hat im Rahmen dieser Reform, war ja die Frage, wird es jetzt Upload-Filter geben, die massiv Inhalte blockieren und eben dafür sorgen, dass Inhalte nicht wie bisher frei ins Netz gestellt werden können. Natürlich gibt es bereits Upload-Filter etwa zum Thema Pornografie. Das machen die Plattformbetreiber alle. Aber das sind auch Sachen, die auch durch eine Software leicht zu erkennen sind. Die Sorge jetzt im Rahmen der Urheberrechtsreform war ja, dass gerade User-Generated Content eben oft urheberrechtlich nicht so klar ist, dass eine Filtersoftware das direkt erkennen kann und sehr schnell die Entscheidung treffen kann, kann ich das hochladen oder nicht. Und deshalb ist dann die Sorge, dass durch diesen Upload-Filter eben ganz viele Inhalte blockiert werden, weil die Urheberrechtsfrage eben nicht schnell zu klären ist. Und genau an dem Punkt setzt ja auch unsere deutsche Lösung an. Und diese Themen haben wir auch als Digitalpolitiker schon sehr früh auf europäischer Ebene eingebracht, dass wir gesagt haben, ihr müsst eine Lösung finden, die auf der einen Seite das ermöglicht, was ihr wollt, nämlich die Monetarisierung der Inhalte, die hochgeladen werden und auch, dass die Plattformen ihre horrenden Werbeeinnahmen auch mit den Urhebern teilen. Ich finde, das ist total gerechtfertigt. Aber auf der anderen Seite müsst ihr auch eine Antwort auf die Sorge finden, dass eben Inhalte massiv blockiert werden. Das darf eben nicht mehr passieren und wir wollen eben, dass möglichst viel hochgeladen werden kann. Davon lebt ja eben auch das Internet. Der Unterschied sollte sein, dass nicht blockiert wird, sondern wie Sie auch schreiben, dass bezahlt wird statt blockiert wird. Ehrlicherweise war es ja auch für viele Urheber oft auch bestand eine Rechtsunsicherheit beim Hochladen der Inhalte und auch das will man im Prinzip durch die neue Urheberrechtslinie erleichtern, damit auch derjenige, der Sachen hochlädt, eine höhere Rechtssicherheit hat. Also im Prinzip soll auch der Nutzer gestärkt werden und eben der Urheber monetarisiert werden. Die Plattform soll verpflichtet werden. In diesem Dreieck bewegt sich diese neue Richtlinie. Es soll ein Fingerprint für urheberrechtlich geschütztes Material praktisch geliefert werden an die Plattform, damit sie erkennen kann und abgleichen kann, ob das, was hochgeladen wird, geschützt ist. Verstehe ich richtig? Und dann über eine Lizenzvereinbarung entsprechend dann das Geld dorthin fließen kann, wo die Urheberrechte liegen. Genau. Und wo kein Fingerprint vorhanden ist, wäre dann weiterhin kostenloses Hochladen möglich. Also man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wie Sie sagen, ich habe die Möglichkeit, mein Werk mit einem Fingerprint zu versehen. Das Ganze wird hochgeladen, die Plattform gleicht ab. Okay, was liegt denn hinter diesem Fingerprint? Haben wir eine Lizenz? Dann kann es hochgeladen werden. Wenn eine Lizenz noch nicht gegeben wird, muss die Plattform sich mit dem Urheber in Verbindung setzen und ihn fragen, was soll mit deinem Werk passieren? Willst du gar nicht, dass es verbreitet wird? Dann muss es natürlich heruntergenommen werden. Ist es okay für dich, wenn wir es kostenlos verbreiten? Diesen Willen haben ja auch einige. Dann kann es auch weiter verbreitet werden. Oder wir schließen eine Lizenz ab. Diese drei Möglichkeiten gibt es in diesem Fall. Damit wird auch der Richtlinie Genüge getan bei den Sachen, die ganz klar urheberrechtlich klassifiziert werden können. Und davon unterscheiden muss man eben die Sachen, die eben urheberrechtlich nicht klar sind, User-Generated Content, der aus mehreren Sachen zusammengesetzt ist. Dafür schlagen wir
als nationale Lösung eine Pauschalabgabe vor, die das im Prinzip erledigt. Und damit hat eben auch die Plattform eine Rechtssicherheit, dass sie auch diese Sachen hochladen kann. Und das ist genau die Antwort auf die Sorge von vielen, dass nämlich diese strittigen Sachen eben nicht blockiert werden, sondern dass im Prinzip alles hochgeladen werden kann. Das eine ist dann abgedeckt über diese Pauschallizenz und das andere ist abgedeckt über dieses Fingerprint-System, was eben in der Regel dann zu einer Lizenz führen wird. Viele Rechtsexperten inzwischen oder auch zum Beispiel Günther Oettinger sind ja der Ansicht, dass das gar nicht geht, das auf nationaler Ebene durchzusetzen. Und dass praktisch die Spielräume der Richtlinien gar nicht so groß sind, um das zu tun. Wie sieht es denn aus? Zum einen muss man sagen, dass das ein Vorschlag ist, den wir schon in die europäische Diskussion eingebracht haben. Und natürlich hätten wir uns das als die Lösung für ganz Europa gewünscht. Wir haben dann aber auch mit unseren Rechtspolitikern gesprochen und haben mit den Rechtspolitikern gemeinsam diese Lösung als mögliche nationale Umsetzung entwickelt. Und auch unsere Rechtspolitiker waren der Meinung, dass genau das auch von der Richtlinie gedeckt ist. Man muss natürlich sagen, bei einer Richtlinie, die wird immer nationales Recht umgesetzt und man hat immer eine gewisse Unsicherheit. Im Zweifel muss eben der EuGH entscheiden, ob das so ist. Aber das ist eben unsere Lösung, die wir vorschlagen, die jetzt natürlich noch im Detail ausgearbeitet werden muss. Das ist ja völlig klar. Deshalb gerne auch noch Kommentierungen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Da ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Aber wir haben das bewusst nicht nur als Digitalpolitiker gemacht, sondern zusammen mit den Rechtspolitikern auf den Weg gebracht. Und wenn Herr Oettinger meint, das ist jetzt nicht von der Richtlinie gedeckt, also dann kann ich Ihnen 5 andere nennen, die sagen, naja, doch, das ist von der Richtlinie gedeckt. Und am Schluss entscheidet es eben der EuGH. Ich finde, es ist eine gute Lösung und sollte in meinen Augen auch ein Role Model für andere europäische Staaten sein, weil wir natürlich schon auch ein Interesse daran haben, dass die europäischen Staaten das möglichst einheitlich umsetzen. In der Regel war es ja immer so, dass wir bei der nationalen Umsetzung als Deutschland eher noch eine Schippe draufgelegt haben. Ich finde, das muss jetzt mal wirklich nicht sein. Wir wollen es so machen, wie wir das vorgeschlagen haben. Genau, das wäre noch die nächste Frage, die, glaube ich, viele haben, so verständnismäßig. Ich meine, das Internet ist ja einfach ein globales Netz. Wenn man jetzt in Deutschland eine bestimmte Upload-Lösung hätte, für was gilt die dann? Gilt die dann für das in Deutschland hochgeladene Material oder wird alles Material von der Welt durch diesen Filter geschoben? Können Sie mir das mal erklären? Naja, das ist ja unser Grundproblem im digitalen Zeitalter, dass wir im Prinzip für alle Probleme und Fragestellungen, die sich ergeben, globale Lösungen bräuchten. Das haben wir natürlich in fast keinem Bereich. Und deshalb ist ja immer die Frage, wo setzt man denn an? Fängt man mit einer nationalen Lösung an? Hat man eine europäische Antwort oder hat man eben eine Antwort jetzt bei Steuerfragen im Rahmen der WTO? Generell wünsche ich mir als Digitalpolitikerin natürlich möglichst umfassende Lösungen im digitalen Zeitalter. Klar, aber jetzt, wenn ich jetzt die DSGVO anschaue und wir setzen es in Deutschland andersrum als in Frankreich, dann heißt es, dass meine Firma, die in Deutschland ansässig ist, im Zweifelsfall noch anders bestraft wird als eine in Frankreich. Das ist ja in Ordnung. Wie sieht es jetzt beim Urheberrechtsschutz aus? Das gilt es für Material, was hier hochgeladen worden ist? Oder sind alle Server, die in Deutschland sichtbar sind, sozusagen von dem Filter zu kontrollieren? Also auch mit Material, was aus Amerika hochgeladen worden ist oder aus Frankreich oder aus Italien. Das verstehe ich rein technisch nicht, wie das funktionieren soll. Genau das muss man jetzt auch in der nationalen Umsetzung auch nochmal schön auseinanderdröseln. Aber für das Material, was in Deutschland hochgeladen wird, gilt natürlich auch die nationale Lösung. Und wie gesagt, natürlich wünschen wir uns auch weltweite Lösungen, aber da gibt es eben auch eine Rechtszerbröselung, dass es für die Nutzer und auch für die Urheber nicht angenehm, ist nicht gut, aber das ist im Prinzip die Sachlage, die wir bei diesem Rechtsbereich, aber auch bei vielen anderen haben. Wir haben gerade festgestellt, es besteht eine Unsicherheit darüber, wie das umgesetzt werden kann, ob und wie. Vielleicht gibt es dann Upload-Farmen in Holland, falls sie es dort anders umsetzen. Was die jungen Menschen, glaube ich, nicht verstehen, die mir auch folgen, ist, im EU-Parlament haben alle CDU-Abgeordneten für diese Reform gestimmt. Und gleichzeitig hat die CDU im Bundestag gesagt, sie wollen Upload-Filter verhindern. Bei der SPD war es genau umgekehrt. Da haben im EU-Parlament alle SPD-Politiker dagegen gestimmt. Und die Frau Barley sagt jetzt, aber sie lässt zu, dass diese Verordnung kommt. Das ist was die jungen Leute nicht verstehen. Also wie passt das zusammen?
das Europäische Parlament agiert erstmal selbstständig. Die haben jetzt über 2-3 Jahre hinweg diese Reform verhandelt. Und das war ja auch nicht einfach. Es gibt unterschiedliche Interessen. Gerade Frankreich unter anderem hat das sehr stark getrieben, dass es eine Lösung geben wird. Wir haben jetzt über 2 Jahre lang Kompromisse erarbeitet. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Kollegen auf europäischer Ebene sagen, okay, wir haben jetzt alles verhandelt. Wir machen jetzt einen Schlusstisch drunter und verabschieden das. Und dann ist es nicht so, dass wir von Deutschland her sagen können, unsere Abgeordneten müssen so und so abstimmen. Das sind freie Abgeordnete, wie wir auch. Da gibt es kein imperatives Mandat. Wir haben eben versucht, von nationaler Seite eine Lösung zu entwickeln, die Uploadfilter verhindert. Und das ist unser Versprechen für die nationale Umsetzung. Also kann man sagen, CDU in Europa ist nicht unbedingt CDU in Deutschland. Also ist das wirklich so, dass es da in Sachfragen so unterschiedliche Einschätzungen geben kann, obwohl alle in der gleichen Partei sind? Ja, das ist schon so. Ja. Das ist auch, liegt im Wesen einer Volkspartei, dass auch die komplette Breite abgedeckt wird. Mhm. Und wir haben das im Bundestag eben hinbekommen, dass wir zwischen Restpolitikern und Digitalpolitikern jetzt zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind. Wenn ich das so kritisch sagen kann, ich glaube, auf europäischer Ebene ist das nicht ausreichend gelungen, dass sich beide Seiten frühzeitig zusammengesetzt haben und geschaut haben, wie kann denn eine Lösung aussehen, die am Schluss von allen getragen wird. Ich glaube, dass in allen Parteien die Digitalpolitiker in Zukunft schneller und besser gehört werden. Mhm. Denn natürlich ist es so, dass jemand, der diese Medien kaum kennt, die Mechanismen nicht kennt, auch ein anderes Verständnis für die Wirkweise hat. Und deshalb tut es, glaube ich, allen Parteien gut, auch mit den Digitalpolitikern von Anfang an in gutem Kontakt zu sein. Ist da so ein bisschen Selbstkritik gerade zu hören gewesen? Naja, also wir könnten uns ja jetzt geschmeidig zurücklegen und sagen, naja, wir haben ja immer schon gesagt, Uploadfilter sind doof und wir haben eine bessere Lösung und könnten mit dem Finger dann auf die Kollegen in Brüssel zeigen, so nach dem Motto, habt ihr das nicht verstanden? Aber das bringt uns ja nicht weiter. Wir haben uns dafür entschieden, mit den Restpolitikern gemeinsam eine Lösung zu suchen, die Uploadfilter in Deutschland verhindert. Und so funktioniert halt Demokratie. Wir können nicht nur mit dem Finger aufeinander zeigen, uns gegenseitig beschimpfen, was ja leider Gottes in den letzten Wochen auch viel zu oft passiert ist, sondern wir müssen gemeinsam eine Lösung suchen. Aber nun hätte ja tatsächlich noch die Julia Klöckner ist es ja jetzt im Rat die Möglichkeit zu sagen, ja, hier haben wir jetzt die Möglichkeit als Nation zu sagen, unsere CDU wollte das nicht, die Frau Barley wollte das sowieso nicht. Jetzt habt ihr es doch beschlossen, jetzt blockieren wir es im Rat. Wird das passieren? Nein, also die Entscheidung im Rat ist jetzt nur noch ein rein formeller Akt. Ich habe ja eben schon gesagt, das wurde über Jahre im Europäischen Parlament ausgehandelt. Das wurde auch zwischen den Nationalstaaten ausgehandelt. Und das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein Kompromiss. Und das ist vielleicht ein Kompromiss, der nicht allen gefällt. Aber es ist im Prinzip das, was in einem demokratischen Verfahren am Schluss herausgekommen ist. Also es gibt praktisch in der Politik sowas, wo man sagt, ich bin zwar anderer Meinung, aber wir müssen irgendwann mal zu einem Beschluss kommen und dann stimmt man, obwohl man anderer Meinung ist, trotzdem zu. Nein, ich muss eine demokratisch getroffene Entscheidung respektieren, auch wenn sie mir nicht gefällt. Und die Mehrheit des Europäischen Parlaments hat diese Entscheidung getroffen. Sie haben die Proteste der jungen Leute gesehen, 5 Millionen Unterschriften, 200.000 haben demonstriert insgesamt oder vielleicht sogar mehr. Meinen Sie, das hat was bewirkt? Ja, jede politische Willensäußerung bewirkt etwas. Und ich finde das auch total richtig, dass auf diese Weise den politischen Willen zum Ausdruck gebracht hat. Und ich finde das auch gut, dass sich auch junge Leute so engagieren und diesen Willen zum Ausdruck bringen. Ich glaube auch, dass er von vielen zu spät erkannt worden ist. Mhm. Das dann gehört auch Selbstkritik gegenüber der eigenen Partei und den meisten anderen Parteien eben auch dazu. Aber natürlich ist eine politische Willensäußerung hat einen Effekt und zumindest den Effekt, dass man sich kritisch auch mit den Argumenten auseinandersetzt. Und genau das ist eben auch passiert und unter anderem auch Grundlage für unsere nationale Lösung. Nie mehr CDU. Warum sollen junge Leute CDU wählen? Ich finde gerade in diesen polarisierenden Zeiten eine Volkspartei sehr wertvoll, weil sie eben schon versucht, von ihrer DNA her unterschiedliche Meinungen zum Ausgleich zu verhelfen. Und das ist gerade in diesem Zeitalter, wo es sehr populistisch wird, wo die extremen Strömungen stärker werden, total wichtig. Wir versuchen eben Jung und Alt und Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam zu Lösungen, Probleme gemeinsam zu Lösungen führen, die allen Seiten irgendwie Rechnung tragen. Und das ist bei diesem Thema
zugegebenermaßen schwierig. Aber gerade was die Digitalisierung angeht, hat die Union auch gute Konzepte, gute Antworten. Und ich denke nur, um nochmal das Thema Datenschutz aufzugreifen, Datenschutzgrundverordnung. Hier haben wir auch bei der im nationalen Bereich, gehen wir da eher ran und sagen, naja, das Ganze muss besser, muss innovationsoffener werden und setzen uns auch dafür ein, dass das auf europäischer Ebene eben angegangen ist, weil wir diese, auch die neuen Technologien, künstliche Intelligenz, Big Data, neue Geschäftsmodelle, werden wir in Europa nur realisieren können, wenn wir auch ein innovationsoffenes Umfeld haben. Jetzt bei der Urheberrechtsreform, ich bin sehr froh, dass das Thema Data-Mining für künstliche Intelligenz auch nochmal geändert worden ist im Prozess. Das ist jetzt, war nicht so öffentlichkeitswirksam, aber für den KI-Standort Europa wahnsinnig wichtig. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass es innovationsoffene Rahmenbedingungen gibt, sowohl in Europa als auch in Deutschland. Okay, vielen Dank, war schön. Vielleicht hören wir uns mal wieder, fände ich schön. Und alles Gute erstmal. Dankeschön. Gell? Ebenso, danke. Tschüss. Tschüss. Das war also Nadine Schön. Es ist ja bald Europawahl und ich würde gerne einige Interviews zur Europawahl führen und auch mal die Wahlprogramme der Parteien durcharbeiten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Das wäre natürlich eine ganze Menge Arbeit, aber es könnte sich natürlich auch lohnen. Viele von euch sind ja schon wahlberechtigt. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bitte lasst unbedingt ein Abo da, kommentiert, wie gesagt, fleißig und liked und ich sehe euch das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Dieser Dad. Diese Oscar. Yeah.